Hallo, ich habe heute für euch Kikiriki oder Kikiriki, das spannende Eierwurfspiel von Ravensburger. Das ist für Kinder von 4 bis 8 Jahren geeignet und insgesamt für 2 bis 4 Spieler. Also alleine kann man das nicht spielen. Das ist ja bei Brettspielen meistens so. Und die Beschreibung hinten besagt: Schon wieder gackern die Hühner aufgeregt im Stall. Der freche Hahn hat das Nest besetzt. Achtung, jetzt wirft er auch noch mit Eiern. Welches mutige Huhn flattert am schnellsten nach oben und vertreibt den Hahn? Das kann man dann auch noch mal hier sehen. Auf der Rückseite ist das Spiel abgebildet. Hier oben ist der Hahn. Und hier die einzelnen Hennen, die dann wahrscheinlich vom Gegenspieler versucht werden müssen, abgeworfen zu werden. Und wenn er halt trifft, hat man einen Spieler verloren. Genau, und das packe ich jetzt einmal mit euch aus. Das ist noch eingeschweißt. Und dann gucken wir einmal gemeinsam rein. Genau. Jetzt kommt das Unboxing. Also hier sieht man einmal das gelbe Spielfeld. Das sieht aus wie eine Leiter oder so in der Art. Dann hat man hier noch die Spielfiguren. Einmal, also die Hühner sind alle weiß, aber die haben verschiedenfarbige Helme auf, beziehungsweise Kämme. Einmal gelb, rot, blau und grün. Und dazu ist halt noch der Holzball dabei, den man dann die Hühner abwirft. Dann hat man hier noch den zweiten Teil der Treppe, damit die Treppe auch steht. Einen Würfel. Wobei das kein normaler Würfel ist, sondern da ist zweimal ein Hahnkopf drauf. Einmal ein kleiner Prospekt von Ravensburger. Und die Anleitung. Ich werde das Ganze jetzt mal mit euch aufbauen.